Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein Blitzrezept für euch und zwar den Mandelbecherkuchen. Einige von euch kennen ihn wahrscheinlich schon, das ist einer meiner Lieblingskuchen, wenn es mal schnell gehen sollte. Hier sind die Zutaten und zwar messe ich mit dem Becher ab, dazu braucht ihr nicht unbedingt eine Waage. Zunächst kommen erstmal die Eier, der Zucker und das Vanillezucker in die Schüssel und das wird für 2 Minuten schön schaumig gerührt. Sind die 2 Minuten rum, kommt dann auch die Sahne dazu. Und zum Schluss mischt ihr das Mehl mit dem Backpulver und gibt das ebenfalls zum Teig dazu. Ich gebe den Teig jetzt in meinen Backrahmen, weil ich einfach einen schöneren Rand haben wollte. Ihr könnt den Teig aber auch auf dem Blech verstreichen. Das wird einmal glatt gestrichen und dann landet es erstmal im Ofen. Während der Teig im Ofen ist, kümmern wir uns schon mal um die Mandeln. Dazu schmelzen wir einmal in einem Topf Butter. Wenn die geschmolzen ist, nehmt ihr auch bitte den Topf von der Herdplatte. Dann gebt ihr den Zucker dabei, die Milch und zum Schluss werden noch die Mandeln untergehoben. Nach 15 Minuten Backzeit ist auch der Teig endlich fertig und dann gebt ihr auch sofort die Mandeln darauf, streicht sie einmal glatt und dann landet der Kuchen nochmal für 10 Minuten im Ofen. Nach dem Backen lasst ihr den Kuchen am besten auf dem Kuchengitter noch komplett auskühlen, bevor ihr ihn dann aus dem Backrahmen lösen könnt. Den Kuchen, den gibt es bei uns schon seit ich denken kann, den hat schon meine Mama immer gemacht, weil der einfach super schnell geht und wie ich finde sehr lecker ist. Also der Kern, der ist schön saftig und die Mandelmischung da oben drauf, die ist schön knusprig, das passt super zusammen. Also wer den noch nicht kennt, ich kann es euch nur ans Herz legen, den mal auszuprobieren. Das war's für heute. Wir sehen uns am Sonntag wieder und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Bis dann!